Ja, da ist auch schon wieder das zweite Video. Ich habe vollkommen vergessen, dass ich nach dem Qualifying nämlich immer abbreche. Denn mein Spot hat mir gar nicht angesagt, wie mein Motor sich verhalten hat. Und ich gehe einfach mal volles Risiko und gehe nochmal 25 runter. Okay. Machen wir mal hier. Was haben wir hier? Motorbremse. Machen wir einfach mal nur zwei. Und nein, 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 das wollte ich hier jetzt nicht machen. Und dann legen wir einfach mal los vom 13. oder 14. Platz aus. Gut, fliegender Start in Spa-Francorchamps etwas anders, denn die Schikane hier ziemlich eng. A, muss ich aufpassen, meinen Gegner hier nicht zu touchieren, vor und neben mir. Außerdem geht die Ampel jetzt schon aus am Kurvenausgang. Kommen aber relativ gut weg. Den ersten Porsche hinter uns haben wir schon bei Seite geschoben quasi. Ich wollte eigentlich sagen, den haben wir eigentlich schon weit hinter uns gelassen. Und super Kurve hier. Müssen uns jetzt hier ein bisschen mit dem Mercedes anlegen. Können uns gut durchsetzen. Ja, wie gesagt, Antrieb ist ja sehr niedrig gestellt. Dementsprechend hohe Geschwindigkeit, gute Beschleunigung. Vorsichtig durch die Eau Rouge. Aufgrund der Windschattenspiele hier verliert man schnell mal den Grip. Oh, wo will denn der Mercedes hin? Der BMW hin. Nervenkitzel pur hier. Puls auf 180. Jetzt heißt es wirklich nur rechtzeitig bremsen. Und das sieht gut aus. Kommen durch den ersten Sektor. Sehr erfolgreich. Ein paar Autos überholt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird natürlich jetzt in den kurvenreichen Passagen hier wahrscheinlich stagnieren. Denn die GTE ist nicht nur eigentlich schneller, aber auch von der Aerodynamik her besser aufgestellt. Ja, wesentlich besser aufgestellt. Da verliere ich schon ein, zwei Sekunden. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach nur schlecht fahre. Oh. Das Doofe ist natürlich, ich habe hier nichts großartig an Rückspiegel und kann mich auch nicht rundherum blicken. Schöne Grüße gehen an Phil Spencer, der Xbox-Inhaber, Xbox-Chef, Producer und Ideologe. Ansonsten bin ich ein Riesenfan von dir, aber leck mich doch mal am Arsch. Niemand braucht VR. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn Xbox keinen VR-Modus anbietet, also bis zum Release das nochmal ändert, ihre Einstellung, werde ich auf die PlayStation umsteigen. Einfach aus dem Grunde, weil ich VR haben möchte. Und auf der jetzigen Xbox One ist das nicht möglich. Man kann sie zwar anschließen, aber nicht so bedienen, wie sie eigentlich zu bedienen sein sollte. Also, man kann sich halt nicht rundherum blicken. Und das ist ja gerade Sinn und Zweck der Sache. So, jetzt hier mal so einen kleinen Rhythmus hier finden. Hab ja auch mit der Einstellung ein bisschen Probleme im Rennen. Bremsballon schon ein bisschen verstellt nach vorne. Weil hinten haben schon die Räder blockiert beim zu starken Bremsen und der Wagen ist ausgebrochen. Gucken, was auf den Geraden geht. Räubern wir hier rüber. Der Wagen fühlt sich sehr instabil. Jetzt versuche ich mal eine etwas andere Linie zu fahren. Von außen nach innen. Ah, ob die so viel besser war. Ja, wir haben arge Probleme in den Kurven hier. War vielleicht zu wenig Abtriebeinstellung jetzt hier. Erster Sektor ist gut, zweiter Sektor nicht mehr, dritter hält sich wahrscheinlich noch in Grenzen aufgrund dessen, dass sie zur Start- und Zielgeraden hin noch ein paar schnelle Passagen haben.
stark am Kämpfen hier. Ist natürlich die Frage, wie sieht jetzt die Strategie aus? Hinter uns halten oder schon mal in die Box fahren und versuchen, allein ein paar schnelle Runden zu fahren. Ich bin der Meinung, das habe ich jetzt im letzten Rennen getan. Ich werde kämpfen, meinen Platz hier verteidigen, einfach mal ein paar Windschattenspielchen hier und ein wenig, ja, Kampflinie fahren. Oh, und das Bild hängt auch noch mitten. So, jetzt kann's losgehen. Ja, sag es ihm, dass ich links bin. Jeff, er touchiert mich. Ah, die Kurve ist ein bisschen tricky. Im ersten Gang bin ich zu hoch dann angesetzt. Im zweiten fast schon zu niedrig, dass ich nicht so richtig wegkomme. Die war ganz in Ordnung, die Kurve. Außer, dass der Wagen jetzt hier ausbricht. Jetzt haben wir Arschkarte. Jetzt haben wir wirklich Arschkarte. Der Mercedes kommt jetzt von hinten angerast. Machen jetzt mal hier so ein bisschen rechts die Tür zu. Oh, Gottes Willen. Oh, da fühle ich mich aber wirklich so unwohl jetzt gerade mit dem Wagen. Keine Ahnung. Es kommt auch noch der Porsche von hinten. Das gefällt mir ja gar nicht. Und ich halte hier wirklich alle aus der GT3 wahrscheinlich ein bisschen auf. Aber ich schlitter auch über die Vorderräder. Liegt aber wirklich einfach daran, dass ich einfach keinen Abtrieb habe. Alles runtergesetzt. Gucken, ob wir an den Mercedes jetzt hier nochmal rankommen. Im Gegenteil, wir müssen es jetzt gegen den Porsche hier behaupten. Wir sind schon im sechsten Gang. Oh, 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 oh. Er schickt uns aber ziemlich weit raus. Komm einfach jetzt hier wieder zurück. Komm hier andauernd auf meine Steuerkreuztaste. Ich will hier gar nicht diese Diagramme haben. Ich störe einfach nur. Ich kriege jetzt mal eine schnelle Runde hin. Durch die Eau Rouge. Jetzt mal im sechsten Gang so ein bisschen geblieben. War kontrolliert hindurch. Oh, 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 oh. Hindurch, aber ziemlich langsam, dass der Porsche schon wieder von hinten rankommt. Ich würde einfach sagen, ich warte hier einfach ab, bis meine Boxencrew sagt, ich soll an die Box kommen. Hier geht es gar nicht viel mehr um Strategie. Gut machen kann ich nichts. Ich denke mal, ich werde eher jetzt nach dem Boxenstopp verlieren. Oh, ich komme hier überall extrem weit raus. Keine saubere Linie, die ich hier fahre. Was will ich machen? Ja. Zwei Längen hinter uns. Und das ist auch noch gut.
Ah, weit raus. Ah, die sind einfach besser. Das wird jetzt alles wahrscheinlich. In der kommenden Runde entscheiden. Irgendwie habe ich noch keinen Befehl bekommen, an die Box zu fahren. Weiß ich jetzt auch nicht warum. So, die ersten Überrundungen stehen im Haus. Die GT5. Ja, die Mercedes da vorne kann man auf gar keinen Fall mehr kriegen. Ich werde auf alle Fälle, ich habe mir überlegt, im zweiten Rennen mal auf die GTE setzen, um einfach mal generell zu zeigen, wo die Unterschiede liegen und ob die Unterschiede da sind. Der Motor macht bis jetzt noch richtig gut mit. Wie gesagt, die Kühleröffnung ist ja nur auf 25% gestellt. Kriegt also wenig Luftzufuhr und erhitzt sich dadurch relativ schnell. Aber aerodynamisch ist es einfach effizienter. Obwohl, Abtrieb ist sowieso hier fehl am Platz gerade in meiner Setup-Einstellung. Oh, wieder sehr weit raus. So, Spätbremsen. Ja. Jeff, wann soll ich an die Box kommen? Hat er jetzt gesagt, ich soll den Boxenstopp machen? Ich verstehe ihn immer nicht. Ich kann keine Anfrage starten. Was denn bitte? Oh, verdammte Scheiße. Ich konnte aber keine Anfrage mehr starten. Was ist denn hier los? Ach nö. Gut. Ja, ein etwas trauriges Rennende. In the wee small hours of the morning, that's the time.